Ja, sind wir wieder zurück. So, der Hafen hier wird repariert. Und sonst hatten wir, glaube ich, alles. Hier. Der kommt dann hier nach Indien. Kann ich gleich mal machen. Hier haben wir einen. Ah ne, okay, er muss hier bleiben. Hier haben wir schon religiös Unruhen. Na dann. Also ich meine, der muss einfach nur in dem Land sein. Dann sorgt er dafür schon. Hier Buddhismus, Hinduismus. Hier Protestantismus ist nur ganz minimal, aber steigt. Gut. Ja, beenden wir mal die Runde. Ah, ich habe ganz vergessen, Forschung. Habe ich noch gar nicht angefangen. In dieser Provinz so. Gibt es ungenutztes, fruchtbares Land. Die Errichtung von Bauernhöfen würde für ein größeres Bevölkerungswachstum und Handelseinkommen sorgen. Kann ich die ausstellen? Also, das Sprungbajonett, 5 Runden. Also im Moment können wir nur hier mit der Schule hier forschen. Da können wir dann aber noch weiteres bauen. So. Prestige. Weiß ich gerade nicht, was es ist. Ja, ich suche gerade hier das hier müsste es sein. Ja, hier Einnahmen, Steuern, da haben wir hier Curaçao ist nicht sehr gut, hier Karibik halt. Hier steigt allerdings sehr schön, das ist Amsterdam. Hier haben wir die Gebäude. Irgendwo gab es so eine Gesamtübersicht, wo man hier glaube ich, ja. Politik. Nein. Hä? Irgendwo konnte ich sehen, wie viel Einnahmen man pro Runde bekommt. Das weiß ich jetzt aber gerade nicht mehr wo. Und hier sehen wir am wertvollsten sind Gewürze. Nee, Elfenbein. Das gibt's in Afrika, glaube ich. Naja. Hier haben wir jetzt eine Miliz. Die haben hier 2 Bürgerwehr, das heißt, ich rekrutiere hier mal noch einen Indianer-Kampfhilfstrupp. Hier haben wir Neu-Andalusien. Neu-Spanien. So. Das ist jetzt schon ärgerlich, dass wir so wenig Geld haben hier. Die entlasse ich mal. Ist ein unnötiges kleines Minischiff, das nur Geld beansprucht, dann reparieren wir unsere Marine. So. Hier die Schaluppe auch. Brig werde ich mal noch behalten, obwohl die auch sehr schlecht ist eigentlich. Opernhaus. Macht Zufriedenheit besser. Ja, ich muss jetzt sparen. Hier haben wir jetzt die Armee. Die kommen da dazu. Ja, dann würde ich sagen, greifen wir hier mal an. Wir erklären Spanien den Krieg. Spanien hat als Verbündete Bayern, Frankreich, Neuspanien. Wir haben Österreich, Britannien. Die erbitten wir um Beistand.
So. Großbritannien hilft uns und Neuspanien und Frankreich helfen Spanien. Gut. Wir befinden uns jetzt mit zwei Nationen im Krieg. Das ist das allererste Landgefecht. Das werde ich wie bei Seeschlacht nicht automatisch machen, obwohl wir das sehr wahrscheinlich gewinnen würden. Ich könnte jetzt hier belagern, mache ich aber nicht. Ich greife an. Hier stehen ab und zu schöne Zitate. Ich bin dabei oder ich werde sterben. Beides ist richtig. Dominique Bohors, französischer Jesuit und Linguist. Seine letzten Worte. Manchmal sind die Zitate echt beeindruckend. Das ist jetzt, weiß ich nicht, ein bisschen komisch. Ich bin dabei zu sterben, oder ich werde. Ja. So. Oh, da haben wir einen schönen Hügel hier. Haben die so eine weite Reichweite? Ich schau mal. Nein, nicht wirklich. Die stelle ich mir so weiter vor. Weil wenn Artillerie auf dem Hügel steht, dann ist es eigentlich immer von Vorteil. So. Dann stelle ich die mal hier vorne. Admiral kommt hinten dran. Admiral, den schicke ich nie wirklich in Kampf. Sollte er auch nicht. Da haben wir eine Kavallerie. Dann haben wir noch eine Kavallerie. Können wir auf beiden Flanken einsetzen. So, dann haben wir Linieninfanterie, 4 Stück. Halt! Was ist mit den Auswahlen hier? Das kann ich immer noch nicht wirklich. So, die zwei stelle ich mal auf die Seite. Pikiniere. Nein, ich will nicht die dazwischen. Ach ja. Das sind dann unsere Linieninfanteristen. Die Kavallerie auf die Seite. Die da. Jo. Aufstellung beenden. Wo ist die Stadt? Noch keine Mauer, sehr gut für uns. Ja, das ist hier ganz viel Bürger mit Musketen. Das sind kleine Einheiten, 60 Mann. Sind nicht sehr stark. Pikiniere hat er auch. Pikiniere haben einfach nur Lanzen. Ja, ich würde sagen. Boah. Irgendwie geht es hier mit diesem. Jetzt. Es geht nicht wirklich. Oder? Die rücken wir mal vor. So. Schlachtlinie. Bitte ein bisschen schneller. Pikiniere stelle ich mal dahin. Auch ein bisschen schneller. Miliz. Unsere Artillerie schießt schon, die schießen aber auf die Gebäude. Nicht sehr vorteilhaft, weil die Gebäude, die wollen wir ja auch noch benutzen. Die können aber hier mal drauf schießen. So, oh. Das wird jetzt heiter, okay. Nahkampf. Die müssen helfen. Sonst ist unsere Miliz verloren. Ja, zu zweit müssen die das schaffen. So, ach, Artillerie darf ich da nicht mit drauf schießen. Schießen sie mal hier rein, sofern sie können. So, mit den Truppen rücken wir mal vor. So.
Hier haben wir noch was. Da haben wir noch die Kavallerie. Die schicken wir auch mal weiter vor. Die können dann hier die gegnerische Artillerie bekämpfen. Nicht so, oh. Die schießen in Verbündete rein. Die auch. Ah, die befinden sich im Nahkampf gegen Bürger mit Musketen. Okay. So, die greifen den da an. Ihr bewegt euch dann mal ein. Behalte ich mal als Reserve. Da unsere Artillerie schießt auf das Gebäude. So. Da können die jetzt in den Rücken schießen. Die bleiben standhaft. Sehr schön. Ich versuche mal mit denen. Hier hin. So, hier hinten war es wohl. Sah siegreich. Oh, aber hier haben wir auch viel verloren. Hier 20 Kavalleristen. Und die da haben auch große Verluste bekommen. Erlitten. Was ist das hier? Leibwache des Generals. Oh, der General greift zur Infanterie hier an. Nahkampf, Attacke. Wenn der General weg ist, dann ist die Moral der feindlichen Truppen natürlich hinüber. Ja, er zieht sich wieder zurück. Okay, die müssen jetzt aber hier ich jag den einfach hier mit meiner eigenen Kavallerie. Hier mit denen. Greifen hier an. Ei, hier ist ein Gemetzel. Ach, das sind die Pikeniere. Oh. Die sind uns natürlich überlegen. Das sind Bürger, die dürfen bald erledigt. Oh, wir haben große Verluste hier. Ja, da müssen die jetzt mal eingreifen. Die greifen auch mal hier. So, feindlicher General ist gestorben. Hier flieht seine letzten Anhänger. Ja, die fliegen jetzt auch gut. Die schießen hier noch rein. Ich hoffe, die treffen wenig Verbündete, sondern eher die Feinde. Da ist gerade noch eine Kanone eingeschlagen. So, die stoppen dann mal die Feuer. So, dann rücken wir mal vor. Wir haben hier noch die da. Die greifen jetzt mal die da an. Was haben wir hier noch? Bürger. Und das war's dann. Jo. Der Sieg, der wird unser sein. Das kann ich euch schon sagen. So, hier ist die Einheit, die am größten Verlust erlitten hat. So. Die Artillerie, die ist auch gleich weg. Oben rechts von dem Kasten seht ihr immer die wie viele Männer noch in der Einheit sind. Das ist noch 7. Ja, oh, hier sind ein paar Truppen wieder zurückgekehrt. So, ich werde die Linie hier mal länger machen, weil es schießt immer die erste Reihe und wenn die einfach länger sind, können immer mehr schießen. Man kann dann auch noch sowas erforschen. Gliedweises Glied weiß feuern. Hier schießen die es immer einzeln, sobald die nachgeladen haben. Da
Dann kann man es noch so machen, dass die vorderen schießen, sich ducken, dann können die hinteren schießen, ducken sich auch und dann schießt nochmal die hintere Reihe. Ja, die fliehen jetzt schon. Kann man alles erforschen. Hat alles seine Vor- und Nachteile. Keine Ahnung. Ja. Wir haben jetzt noch zwei Einheiten. Die Standard. Nein, okay. Ah, der Regen, der ist schon doof. Also alle Einheiten fliehen. Alle gegnerischen Einheiten. Das heißt, der Sieg ist unser. Recht beenden. Ein glorreicher Sieg. Eine jede Armee. Oh, keine Ahnung. So, haben aber auch einige Verluste hier. 210. Wie gesagt, hier die Einheit. Hat im Nahkampf gegen die Pikeniere ziemlich viel verloren. Aber der Feind hat alle verloren. Und er hat eine Stadt verloren, eine Provinz. Flandern. Erstmal hier das Gebäude reparieren. So. Die sind jetzt unzufrieden mit der neuen Regierung. Hier seht ihr Widerstand. Sehr hoch. Aber ist noch kein bewaffneter Aufstand. Werden wahrscheinlich jetzt Arbeiter Aufstände geben, dass wir die Werkzeuge niederlegen und so. Wir haben das jetzt mal von Steuern befreit. Und ja, mal schauen, wie sich das dann mit der Zeit ergibt. So, hier die Armee müssen wir erstärken. Das kostet einiges. So, aber wir haben jetzt hier noch Städte und einen neuen Hafen. Ja. Jetzt haben wir ja einen neuen Hafen, der mit der Hauptstadt hier verbunden ist. Jetzt schaue ich nochmal in die Diplomatie rein und schaue, ob wir noch neue Handelsverträge machen können. Handelsabkommen. Zum Beispiel hier mit Preußen. Nein, geht immer noch nicht. Ja, die helfen ihre Heimatregionen sind voll ausgelastet. Die Einrichtung einer Seeroute ihrer Hauptstadt aus ist nicht möglich. Schade, ein Bündnis können wir auch nicht machen. Bündnis mit Feind ihrer Verbündeten nicht möglich. Wem ist er verfeindet? Mit Österreich. Ja, okay. Österreich, machen wir Österreich. Hier. Das sind Katholiken. Wir sind ja die Protestanten. Wundert mich jetzt, dass wir auch mit Katholiken da sind. Wenn die Spanier den Protestantismus vernichten wollen. Polen, Litauen ist auch Katholismus. Hier Schweden. Schauen wir mal Schweden. Was sind ihre Handelspartner? Frankreich und Großbritannien. Wir können den Bündnis anbieten. Technologien können wir ihnen keine geben. Nein, die wollen nicht. Ich weiß nicht, wie hoch man da gehen muss mit dem Geld und so. Ich weiß nicht, wie viel es wert ist. Was haben wir denn hier? Wir haben im Mogulreich haben wir noch eine Handelsbeziehung. Hier sehen wir die Feinde. Wir haben gerade eine ganze Reihe. Baristenstaaten, Neuspanien, Spanien, die Piraten und Frankreich. Ja, hier gibt es noch ganz viele kleine Staaten. Den können wir mal ein Bündnis anbieten. Ja, der nimmt an. Oder? Ich glaube. Ja, wir haben jetzt ein Bündnis mit Hannover, das ist gut. Ich will ja nach Osten hin keine Feinde haben. Sachsen. Unfreundlich. Auch Katholiken.
Württemberg, Westfalen, Venedig. Ja, das sind Mysur. Die sind hier unten, die müssen wir auch noch besiegen. Müssen wir auch irgendwann noch den Krieg erklären, warten wir aber noch. Was ist das hier? Animismus. Ach, das sind Indianer. Okay. Hier. Okay. Westfalen versuchen wir noch ein Bündnis anzubieten. Unsere Gespräche haben also zu eurem Vorteil gereicht. Ja, der nimmt auch an. Das ist sehr schön. Bayern sind wir unfreundlich, der ist ja mit Frankreich und Spanien. Protektor, keine Ahnung was das heißt. Ich weiß, dass die Briten und die Amerikaner, die haben irgendwie sowas. Da sind die Briten Protektatoren oder so, ich weiß nicht was das heißt. Sind feindlich. Ja, schau, die sind feindlich, die wollen nichts mit uns. Geh nur hier im Süden. Hier irgendwo, da ist er. Auch nicht, mit wem sind wir denn noch freundlich hier? Feindlich, du bist hier, ne? Wir haben wahrlich nicht sehr viel Freunde. Die wollen auch nicht. Venedig. Also ich, der sieht keinen Vorteil für sich, okay. Ich versuche jetzt hier erstmal so viel Bündnisse wie möglich aufzubauen und hoffe, dass wir da einen Vorteil haben. Also wir haben jetzt hier Flandern erobert. Ja, ich würde sagen, erstmal Ende für diese Folge und wir sehen uns dann wieder in der nächsten. Bis dahin, tschüss.